Huch, das war jetzt gerade ein bisschen überstürzt. Sorry. Ja, eine Aufnahme versehentlich gestartet, schade. Pack mal am besten die Samen weg. Ich brauche aber Investition nur fürs 8 Tage. Ja, aber trotz dessen, also wir können es vielleicht, wenn wir dann die Erdbeeren aufheben und daraus wieder Samen machen, dann können wir sie pflanzen, wenn du Bock hast. Nee, Wäre wir behalten doch, sie. Wäre vielleicht sogar besser eigentlich, stimmt. Wir kriegen gerade hier eh nicht mehr hin. Großartig. Ja, doch, Blumenkohl ist fertig. Ja, einer, aber wir kriegen keine 10-mal mehr hin. Das ist richtig. 10-mal kriegen wir nicht hin. Aber es wäre vielleicht doch wirklich schlauer, die erstmal. Doch, doch. Wir können die mit anpflanzen. Wir machen noch eine Reihe irgendwie. Ach nee, ich glaube weniger. Ach. Weil die werden am 22. sind die dann erst fertig. Naja, da können wir noch einmal ernten nach dem 22. Und haben dann mehr Seeds für den nächsten Monat. Doch, doch, das ist eine gute Idee. Dass wir dann einen Seedmaker haben später. Ja, wann kriegt man den? Ja, auf jeden Fall noch vor dem nächsten Frühling. Du bist ja optimistisch. Ja. Los jetzt. Er hat meinen Anfang. Keine Energie. Schnauze. Wir pflanzen jetzt Erdbeeren an. Erdbeeren sind gut. Ich muss gießen. Ja, kannst du doch auch gleich. Also kannst du auch weiterhin, Mensch, natürlich. Ach, immer dieser lange Weg zum Wasser. Dafür ist es gut, muss man sagen, ne? Da mal dieses Terrain hier. Also ich finde es wirklich gut, das Terrain, bis jetzt. Wie gesagt, es hat sehr, sehr wenig Platz zum Anpflanzen, zeitweilig. Naja, gut, wenn wir jetzt extra ein bisschen aufstufen könnten. Hätten ein bisschen mehr Platz hier draußen, Marke. Nein, nicht das Holz. Mit dem Holz können wir aber schon die Brücke fertig machen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Und damit vielleicht mehr Profit rausholen. Du denkst immer nur ans Finanzielle, oder? Ja. Logan. Gelogen? Nein, Logan. War ein wirklich guter Mann. Nee, ich kenne Logan nicht, keine Ahnung. Ja, okay. Wenn jetzt hier irgend so ein Blödmann Logan 300 braucht man, ne? Ja. Na, haben wir ja. So, dann verkaufe ich jetzt noch eine Böhnsche. Eine Böhnsche? Das Böhnsche, was wir abgeben wollen, die haben wir ja schon. Jo. Aber ich gehe jetzt erstmal ins Gemeinschaftszentrum, weil Blümsche. Okay. Und diesmal haben wir eine Hacke mit. Ich möchte wetten, diesmal treffen wir auf keine Würmer. So wie es immer ist. Ja, as always ultra. As always ultra. Ultra saugstark. Ja, richtig. Wie saugstark. Ja, nee. Das lassen wir mal kommentarlos. Gute Idee. Ihr dürft nicht immer auf mich hören, das macht keinen Sinn am Ende. Pastinake, Blumenkohl und Kartoffel ergeben Bundle komplett. Stimmt, mein Hirn ist voll verenglischt. Oh, wächst. Oh, das können wir gleich für die Erdbeeren benutzen. Ne, wir haben die Erdbeeren schon gepflanzt. Ah, F-U-C-K, F-U-C-K, F-U-C-K. Yay! Setzen wir im Sommer ein. Wenn es dann Richtung, was gab's da eigentlich Tolles? Mais. Nee. Tomaten. Auch nicht. Kürbisse gab's im Herbst. Ja, richtig. Was gab's im Sommer an Superfrucht, die eine Menge Kohle bringt? Starfruit, ist klar. Gurke. Ist hier nicht kalt. Oh, der sorgt sich um uns. Ja. Macht Harvey glücklich. Oh ja, da müssen wir. Verfeinerter Quarz, können wir nicht. Haben wir nicht. Ja, wie kann. Ja, da brauchst du einen Brennofen, ne? Ja. Oder eine Recyclingmaschine. Nee, den können wir nicht bauen. Noch nicht zumindest. Wir haben keinen Erz. Jetzt habe ich die Quest angenommen. Doch, Kupfererz haben wir doch. Wir haben keine 20 Stück. Nee, da müsstest du dich nochmal in die Dings trauen. Nach Moria? Whatever. Ja, der Ringe. Fragezeichen.
Hast du nie Herr der Ringe gesehen? Nein. Ach du Scheiße. Doch, ungefähr 15 Minuten des ersten Teils. Mhm. Was ich so unglaublich langweilig fand, dass ich gleich direkt aussteigen musste. Und dann hast du Lord of the Weed geguckt, bestimmt. Ja, wissen. Ach, das war klar. Wow, Profitsteigerung. Eine Koralle. Ey, komm, das wird noch mehr. Guck mal. Siehst du, jetzt haben wir hier nämlich 4 Leben. Hätten wir vorher nicht gehabt. Und etwas zum Spenden. Nee, das Holz kann weg. Oder nee, das nicht? Holz kann nicht weg. Sag mal. 94 Holz, okay, kann doch nicht weg. 94 Holz ist doch ein bisschen viel. Oh, was schmeiß ich jetzt weg? Was schmeiß ich jetzt weg? Aber Lehm kann ich doch auch nicht weg. Nee, das brauchen wir noch. Ach Mann, jetzt mach mir keinen Stress hier, Inventar voll. Komm, die Blume weg. Scheiß drauf. Genau. Getrockneter Seestern. Oh. Den geben wir ab. Dann auf ins Museum. Yay, Artefakte. Und dann? Wir sind ein Relic Hunter. 12 und 14. Wir können noch mal Blumenkohl anpflanzen. Wir können noch mal unsere restliche Kohle zum Blumenkohl reinschmeißen. Der wollte die ganze Zeit die Angel kaufen. Scheiß auf die Angel, die machen wir im Sommer. Ich wollte die Angel haben. Wir müssen kein Geld aufgeben. Wir müssen Profit machen. Was will ich denn machen? Kein Geld ausgeben. Ach komm, jetzt können wir auch die Geoden aufhauen, wenn wir schon mal dabei sind. Geld ausgeben. Geld. Und das ist ein Sieg. Du brauchst Inventarplatz. Abgeben. Ja. Ein versteinerter Schleim. Letzten mal Bernstein, was? Nee, das ist Harz. Wenn, dann wär's Bernschleim. Das ist ein schlechter Witz eigentlich, aber gut. Okay, eigentlich jetzt renne ich für jede Geode da hoch. Zum Glück haben wir nur noch 2. Nicht wahr? Und dann muss ich nochmal hochrennen, denn die letzte Geode wird ja ersetzt durch den nächsten Artikel. Kupferstein! Ja. Was ist das? Kalzit. Kalzit kann ich abgeben. Ich glaube, das wird verwandt in Weißspüler. Google. Immer noch geht. Gebt mir diesen scheiß Reward, was ist denn los mit ihr? Ich möchte nicht dir was geben. Nack, 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 nack. Kackspaß. Oh, also, was? Was? Wolfsrudel, Wolfgang. Was? Richtig, was? Abigail, hi! Oh Mann, ich hab meine Hausaufgaben kurz vor mir nicht aufgeschoben. Nein! Oh, unten ist der Antiquitätenhändler-Gedöns da. Du musst doch mal runter. Antiquitätenhändler? Na hier, du bist schon, das Schweinepriester-Gedöns da. Schweine? Die steht auch so ein Dach da. Ach, du meinst die. Die mit dem Schwein, richtig. Hä? Du meinst den Wagen? Ja, richtig. Angetrieben vom Schwein. Mit Sonnenbrille. Hi. Da will die Blume. Sehe ich ihn jetzt schon an. Hier. Das ist interessant. Der mag das nicht, der hasst uns jetzt. Ein dankbares Stück. Der spuckt auf das Grab von unseren Eltern. Wir haben gemeinsame Eltern? Von dem Bauern. Ach hier. So. Von Jeffrey. Jeffrey. Und ich habe jetzt nicht irgendwie Mist erzählt. Nee, ist da! Yay! Oh nein, ich hab schon wieder wo mal so über die kann nix! Weil du dumm bist. Das ist wirklich ein cooles Schwein. Jo. Für 600! Wir kriegen ja aber echt gute Sachen, wenn wir mal schauen. Bergarbeiter, Leckerbissen, na gut, okay. Preiselbeersüßigkeit zum Beispiel ist so ein Ding, das möchtest du wirklich nicht herstellen. Luxuriöses Bücherregal für 250. Hier ist eine seltene Saat, oh, die brauchen wir unbedingt eigentlich, die müssen wir irgendwann sammeln.
Geil, ein Bücherregal für 250 Tacken, aber eine Tomate für 1000. Sag ich doch, das ist eben das, was ich meine. Weißt du, da kannst du so geile Sachen machen. Man muss definitiv, Leute, wenn ihr das Spiel spielt, ja, geht hin. Jeden Freitag und jeden Sonntag zu der Guten. Die hat Angebote. Da wird es euch anders. Ich bin eine verrückte Mungo-Oma. Wir können noch ein paar Steine hauen, wenn du schon mal hier bist. Nee, wir haben nicht zum Steinehauen da. Das ist schade. Nein, ich möchte jetzt das luxuriöse Regal aufstellen. Hoffentlich ist das nicht so kompliziert wie bei Ikea-Möbeln. Ich platziere dich hier hin. Yay. Yay. Ja, ein Bücherregal, was fetzt eigentlich? Mir mag das. Das hat was. Ja. Mir mag das. Luxus pur. So, die Muschel verkaufe ich. Mhm. Aber nee, haben wir hier Muscheln? Die Muschel auch. Die Auster. Ne, Quatsch, dann gucken wir auf der. Gehen wir hier raus. Genau, und dann schauen wir hier einfach einen Fischtank mal. Genau. Nein. Nein. Auster brauchen ja wir. Ja und ja. Na, alles klar. Okay, also kann. Na, aber die Koralle kann weg. Ja. Yay, Umsatz. Haben wir die Muscheln schon einmal? Ja, ne? Ja, die Muscheln hatten wir schon immer. Da haben wir sogar zweimal, können wir noch einmal verkaufen. Ach so? Weiß Gott. Ach, nicht beide, einmal nur. Den Fisch haben wir auch doppelt. Nee, der war gerade raus, oder? Nee, doch, nee den Kaul, den hat man schon. Stimmt, einmal normal und einmal in Silber. Ja, und den Silber verkaufe ich, weil der mehr Geld gibt. Und das scheißegal ist. Wir werden so tierisch reich sein. Nein! Werden wir nicht! Okay, hat man sie gepflanzt. Genau, jetzt müssen wir nämlich, damit wir das Seed-Ding bekommen. Was für ein Ding? Das ist Seed-Maker-Teil. Was wir jetzt hier hauen wie Sau und machen und tun und alles hübsch machen. Einfach alles hübsch machen. Ich mach das schon hübsch. Super. Ist viel hübscher jetzt schon. Dann machen wir jetzt unsere komplette Energie rein in die ganze Geschichte. Und dann? Dann nochmal mehr Stein und mehr Holz, können wir craften. Und dann? Viel Hardwood, ey. Wenn ich mal so angucke. Ey, da oben haben wir sogar Kupfer. Oh, geil. Pommesgabel. Da haben wir Kupfer. Ah, scheiße. Ich war doch in der Beschreibung. Ich glaub's doch nicht. Ach, wieso sind wir nicht hier immer hergegangen? Wir müssen nie wieder in die Mine. Vor allem, das ist... Ich möchte wetten, ey, wir haben schon 50 Hasskommentare, wisst ihr, irgendwann, die dann sagen, ihr seid doch so deppert, ihr seid so dumm. Ihr seid so behindert. Wenn ich euch zugucke, wisst ihr, möchte ich brechen. Und viele machen das wahrscheinlich auch. Wir bauen hier gerade unseren Schmelzofen ab. Kenne deine Grenzen. Oh, ja, ich sehe schon. Ja, aber wir haben genügend jetzt für einen Schmelzofen. Dann Schmelzofen, wir würde ich sagen, oder? Ja, wir haben keinen Spaß. Was rufen denn wir? Ach, Mitch. Wir haben Geschmeiz öffnet. Ja, mhm. Wirklich? Wirklich, really? Es war klar, dass das kommt. Es musste. Crafting, Schmelzofen, yay! So bauen wir den hin, den Bausch hin. Genau, schön neben das Holzgeding. So, yay, soll alles verbrennen! Wir haben einen Schmelzofen, ist das geil. Ja, ich schmelze doch schon Kupferbahn. Wie viel Kupferbahn brauchen wir eigentlich für ein Werkzeug zum Verbessern? 5. Okay! Schmelze schneller. Das ging doch schon mal schneller. Wie lange braucht das? Danke! Achso, das war schon hier mit der Aufgabe hier. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch gar kein verbrennendes Quarz. Was quatscht denn der? Das war ja was anderes. Den Blumenkohl haben wir doch schon abgegeben, oder? Ja. Warum haben wir noch einen Blumenkohl da? Haben wir noch Blumenkohl? Das sollte man sagen. Weiß Gott, verkaufen. Aber wir sollen nicht allzu viel verkaufen. Wir haben auch irgendwann das Fest, wo wir Sachen ausstellen müssen. Hübsche Sachen, gute Sachen, die wir gemacht haben. Ist, ne? Ist das nicht im Sommer? Ist gut möglich. Es kommt irgendwann mal. Zusammengefassterweise. So, das war's für heute hier. Jetzt schon? Wir haben es 19:30 Uhr. Lass uns noch ein bisschen fernsehen.
Okay. Dass wir das Feuer brennen lassen. Was jetzt gemacht, wenn. Oh, die Königin der Soßen. Wir kriegen ein neues Red Set. Und morgen Regen? Ja, Regen! Ja, Regen! Grüße, ich bin die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Der Gericht dieser Woche ist. Kohlsalat! Voll geheim! Stellst du dir die fade, schlaffe Kohlberge vor? Das geht! Nicht nur dir so, aber ein guter Kohlsalat kann so viel mehr sein. Hier benötigst du saftigen, frischen Kohl, vermische ihn mit ein wenig Essig und Mayonnaise und schon bist du fertig. Ach, so knackig und frisch. Ey, das ist gar nicht schlecht. Ah, das kochst du dann nach? Na klar. Okay, ins Bett. Gute Nacht. Mit Zuckergrün. Immerhin, 632, immerhin. Ja, besser als nix, ne? Koral hat gut Kohle gegeben. Wie sieht's eigentlich bei uns aus? Da sind wir Stufe 2, da sind wir Stufe 2. Oh Gott, sind wir schlecht. Wir sind mit der Hofarbeit so ultra beschissen. Ich frag mich nur, weswegen. Na, wer kann was machen? Hallo, mein Lieber. Ich weiß, dass du gerade erst mit den Gärtnern angefangen hast. Deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur allein. Von Oma meine Evelyn. Meine Oma war nicht blöd. Du weißt, wer Evelyn ist? Ja. Das wir ist können grüne Kohlampen. Deine Oma. Kailo. Ja, ich hatte schon eine Sense. Kailo. Nämlich für den Grünkohlsalat. Das heißt, mit dem Grünkohl können wir uns eigentlich aufheben. Mayo kriegt man durch die Hühner. Sorry. Gesundheit. Die Pastinake ist fertig. Also kommen wir ja noch. Also ich finde, wir sollten uns das Zeug wirklich aufheben für den Salat. Wirklich alles, aber die Golden auf jeden Fall dafür das Fest. Ja. Naja, ich. Wir wollen ja irgendwann mal tiefer in der Mine, dann müssen wir. Na gut, okay, wir können auch Spiegelei machen, davon mal ab, das ist genauso. Aber wir brauchen ja so oder so wenigstens mal einen Salat, den wir hergestellt und verkauft haben. Nicht wahr? Ja, dann verkaufe ich noch. So. Ich bete zu Gott, dass wir wenigstens zwei Grünkohl dafür brauchen. So, verkauf. Nein, du bist. Ah, er hat Angst. Er hat Angst. Wir brauchen zweimal Grünkohl, nee. Keinen Grünkohlsalat. Wahrscheinlich nicht, weil es nur meistens immer einmal ist, aber ich will einfach nicht jetzt provozieren, dass es dann kommt, so mit, ich hab's dir gesagt. Montag 15, wir könnten rein technisch gesehen nochmal im Blumenkohl investieren und bis zum Ende des Monats dann hier quasi die große Ernte einfahren. Ich gehe jetzt die restlichen Sachen von dem Minenbereich abbauen. Wir brauchen Profit. Du brauchst einen Life-Coach, das brauchst du. Wir brauchen Profit. Hol jetzt Blumenkohl. Ich gehe dann, das hat noch nicht mal offen. Wer nicht? Weißt du? Thomas Nelson, wo die Sonne geht unter, er mit seinem schweißgestählten Körper steht da, hat Kupfer abgebaut noch und Löcher. Und wir haben keinen Blumenkohl und dann ist Tag 28 und können sich mehr ernten. Das ist alles sehr, sehr schade. Sei still. Nicht zu ändern. Wir brauchen Kupfer. Du, da sind sogar Geodenblöcke. Was? Oh, cool. Erz. Engel. Kohle. Da ist überall Kohle drin. Verrückt. Nicht überall, aber fast überall. Jetzt schon lange nicht mehr. Wo ist die Kohle hin? Vielleicht haben wir besonders viel Glück und wissen es noch nicht. Weil wir werden die nachgucken. Weil das ist einfach nur das Abenteuer daran. Das Abenteuer daran, ist das Abenteuer darin. Kohle. Machen. Stimmt, wir scheinen heute wirklich echt viel Glück zu haben. Verrückt. Aber umso besser, wir brauchen die Kohle.
Kohle macht ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle hatten wir schon lange nicht mehr. Gib mir Kohle. Gib mir Kohle. Danke, Kohle. Mal sehen. Mal sehen. Aussehen. Aussehen? Nee, mal sehen. Mhm. Aber daran denkt, dass er noch genügend Energie braucht, um den Blumenkohl anzupflanzen. Dafür? Nee, habe ich nicht dran gedacht. Ich dachte mir immer so, oh, da ist so viel Zeug, das kann ich alles abbauen. Jetzt. Sag ich doch, 19 Uhr, weißt du, gut, wir haben 10 Uhr, was soll's, Stall. Ich geh ins Bett. Ich geh ins Bett. Mittag um 11, weißt du. Eingeschlafen beim Hartz IV TV, schade. Guck mal, hier sind genau 10 Blöcke, das sehe ich von hier, das sind genau 10 Blöcke. Nee, sind 12 Uhr. Ich zähle nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke. Siehst du, können wir 11 mal Blumenkohl holen. 11 mal. 11. 11 mal. Also, hol jetzt Blumenkohl, Pflanze an. Oh, ich ging ja schon. Meine Nase. Ach, du musst mich verdienen. Ich glaube, so gefällt mir das besser, wenn er spielt und ich drum rumquatschen kann. Stimmt, das hat uns bestimmt. Das hat uns bestimmt die Leben in der Wildnisgeschichte erzählt, dass wir jetzt pflanzen, ernten können. Was? Diese Beeren. Ach so? Aha. Kann man die abgeben, ne? Die kann man verkaufen, sollte man auch. Dann verkaufe ich sie. Oder irgendwas draus brauen oder einfach futtern. In der Mine machen die sich auch echt gut. Oh, da gibt es ja nur 5 für. Na klar, die sind nicht viel wert, aber dann die sind gute Werte. Elf, jawoll. Und kein Geld mehr. Brauchen wir auch nicht. Wir müssen Geld haben, wir brauchen Profit, Profit, Profit. Profit, 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 richtig. Aber ich gebe wieder alles aus dafür, damit ich Profit habe. Ganz genau, investieren, um zu bekommen. Aber unterm Strich habe ich nie was übrig für mich. Richtig, brauchen wir doch hier auch nicht. Guck mal, wir leben von der Liebe und der Luft. Welche Liebe? Wir haben keine sozialen Kontakte. Wir lieben von der Luft. Der Luft reicht uns, ist vollkommen in Ordnung. Oh, guck mal, eine goldene Muschel. Davon leben wir, verstehst du? Von sowas leben wir. Von einer goldenen Muschel? Ocean Hunters, weißt du? Wir finden ja goldene Muscheln einfach so. Warum? Weil wir es können. Go Power Ranger. Ja. Hier oben steht ein ganz spezieller Mann. Ja, wir können es nicht kaufen. Alter Seemann, ich habe dieses alte Mann jetzt zu verkaufen. Aber irgendwas sagt mir, du bist nicht bereit dafür. Ja, weil wir keine sozialen Kontakte haben. Sorry, Captain Jack Sparrow. Ach, frustrierend. Wir werden irgendwann bereit sein. Nee. Wirklich? Mhm. Oh. Glaub ich nicht. Ja, der kleine Martin ist müde. Ich glaube, das wird die letzte Folge sein. Das Bier ist noch bald voll. Ja, weil du nie was trinkst. Meins ist leer komplett. Schade. Deine 3 Flaschen? Ja. Ach du Scheiße. In 4 Folgen. Ey, komm, 4 Folgen. Also mal ganz ernsthaft. Die werden von zwischen 20 bis 30 Minuten ganz gehen. Ganz genau. Also in 2 Stunden 3 Bier. Oh, wow. Der schluckt ja meine Fresse. Ja, der schluckt wirklich ganz schön. Nein, Nonsens. Ich sag nix dazu. Dein Kupfer ist fertig, das kannst du dazu sagen. Ja, ich soll pflanzen. Hat er eine Hacke mit? Hat er natürlich nicht. Aber wir brauchen eine Hacke. Ich muss auch nicht mehr gießen, weil du schon bemerkt hast, dass es regnet, ne? Meine Fresse. Der denkt an alles, ne? Und er hat frisch mitgezählt. Das macht mich fertig, weißt du, wenn er so professionell hier spielt, weißt du, das macht mich schon ganz schön fertig. Wenn ich das so sehe. Das ist schon nicht schlecht. Wer macht mich fertig, der Mensch? Ich geh ins Bett. Wir hätten eine Muschel abgeben können, haben wir aber nicht. Ich gehe ins Bett. Gehen wir ins Bett. Aber lass mal vorher gucken. Leben vom Land, ich sage dir, der sagt, ernte die Büsche. Es regnet morgen. Nein, ich kann die Geister bloß dann hören. Nein, die sind neutral heute, die Geister. Ich habe gar kein Glück. Willkommen bei Leben vom Land. Ja, ich bin gut, oder? Für jeden, der es nicht sieht, der zeigt mir den Mittelfinger. Ich gehe trotzdem ins Bett. Gute Nacht, Welt. Warte, 24, komm, das können wir eigentlich so, wie es ist, abschließen. Oder? Ja, sag ich doch.
Ach so, das war Gute Nacht Welt im Sinne Gute Nacht von Welt. Gute Nacht Welt. Gute Nacht Welt. Sag ich auch Gute Nacht Welt. Gute Nacht Welt. Bis demnächst Welt. 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 Tschüss. Tschüss.